Unsere heutige Motorradtour führt uns über die üblich schlechten Straßen nach Kompong Drach. Ein typisches Fortbewegungs- und Arbeitsmittel. Hier ein Blick auf eine der besseren Straßen in Kep. Kompong Drach. Kompong Drach verfügt über einen Markt und über eine prachtvolle Pagode. Doch allein deswegen wäre der Ort nicht erwähnenswert. Aber zunächst besichtigen wir mal die Pagode, in der wir auch einen buddhistischen Mönch als Freund fürs Leben gewonnen haben. Das für Touristen interessante Potenzial liegt in der idyllischen, über Jahrhunderte von Reisbauern geprägten Kulturlandschaft, den bizarren Karsthügeln, die mit ihren geriffelten Felsen unvermittelt aus den mit Zuckerpalmen bestandenen Ebenen herausragen und ein wenig an die trockene Halongbucht in Nordvietnam erinnern. Hier versteckt sich auch die größte Attraktion von Kompong Drach, die Höhlen. Phnom Bak bzw. White Mountain, so heißt der Berg, der sich etwa 1,5 Kilometer nördlich des Ortes erhebt. An seinem Fuß steht die wunderschön gelegene Wat Girisella oder wie die Einheimischen sie nennen, Wat Phnom. Hier warten immer Jugendliche und Studenten darauf, die wenigen westlichen Touristen durch die Höhlen zu führen, um ein paar Ril zu verdienen und ihre Englischkenntnisse zu verbessern. Gleich neben der Pagode ist der Eingang zu einer Höhle, durch die man nach 50 Meter den Garten von Gropea Nyak erreicht. Eine spektakuläre Folge der Erosion. I'm coming. Inmitten des Berges ist ein kreisförmiger Platz, der umgeben ist von 30 bis 40 Meter hohen Felswänden, in denen Höhlen und Grotten mit buddhistischen Heiligtümern versteckt sind. Über eine steile Treppe kann man in eine der zahlreichen Höhlen mit buddhistischen Heiligtümern gelangen. Verlassen kann man diesen Platz durch eine zweite Höhle, die einen auf die andere Seite des Berges bringt.
Hier trifft man dann auf eine Reihe von Bergziegen. Und eine mit Wasser gefüllte Höhle gibt es hier ebenfalls zu bestaunen, die von den Einheimischen des Öfteren auch zum Schwimmen genutzt wird. Nach diesem doch recht anstrengenden Ausflug haben wir uns ein leckeres Essen verdient.